Sie nennen es den fünften Akt. Auch an diesem Samstag protestieren die Gelbwesten wieder in Paris und anderen französischen Städten. Das Sicherheitsaufgebot ist nach den Ausschreitungen der vergangenen Wochen groß. 8000 Ordnungshüter und 14 Panzerfahrzeuge sind in Paris im Einsatz. Landesweit wurden 69.000 Sicherheitskräfte abbestellt, 20.000 weniger als in der vergangenen Woche. Am heutigen Samstag gab es laut Polizei in Paris bereits Dutzende Personenkontrollen auf etwa 1000 Demonstranten. Der Protest verlief bisher aber friedlich. Die Regierung rechnet an diesem Wochenende mit weniger Demonstranten. Mitglieder der Regierung hatten die Gelbwesten nach dem Attentat von Straßburg dazu aufgerufen, die Proteste ruhen zu lassen. Zudem war Präsident Emmanuel Macron den Protestierenden zu Beginn der Woche entgegengekommen und hatte Lohnerhöhungen und Steuererleichterungen angekündigt. Vielen Franzosen reicht das nicht. Sie klagen weiterhin über zu geringe Löhne, die Kürzung der Sozialleistungen oder fordern mehr direkte Demokratie.